Und ich muss da persönlich sagen, es hat mir selber als Mensch sehr viel Spaß gemacht. So. Das Studieren an sich, das Lernen, das Wissen, wie man sich selber Dinge beibringt, die hochkomplex sind. So. Dieses Gefühl, was ich hatte, hat mich aufgefressen, Bruder. Ich bin der Heiße im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club. Wieso hast du dich damals bei deiner Bachelorarbeit für Qualitätsmanagement entschieden und fandest du das Thema gut? Also das hat, ja, ist eigentlich nur darauf zurückzuführen, dass ich halt ein Praktikum bei BMW gemacht habe und dass wir halt ein Qualitätsmanagement-Projekt da etabliert haben, so, ne? Als er zum ersten Mal so. Ja, und dann haben wir halt damit Qualitätsmanagement angefangen im Praktikum und dann ist es bei uns öfter so gewesen, bei der Hochschule, und es ist allgemein so bei Hochschulen, dass man dann, wenn man das Praxissemester macht, dann auch oft seine Bachelorarbeit mit derselben Firma in der Kombination schreibt. So. Und das hat sich bei mir angeboten, weil ich den Arbeitgeber geil fand. Das war der erste Chef, der mich wirklich gut behandelt hat, wo ich das Gefühl hatte, der weiß meine Arbeit auch zu schätzen. Und deswegen haben wir da auch die Bachelorarbeit geschrieben und da habe ich quasi die Bachelorarbeit einfach nur über das Projekt, was ich selber mit dem Chef zusammen bei BMW etabliert habe, einfach runtergeschrieben. So, deswegen ist auch mir persönlich nicht relativ schwer gefallen, weil ich ja das Projekt selber etabliert habe über ein halbes Jahr, so, weißt du? Also ich habe das Konzept entwickelt mit dem Chef zusammen, wir haben das dann auch umgesetzt quasi, also die Umsetzungsphase zusammen gemacht, kontrolliert und so. Deswegen war es nicht so schwer, die Arbeit zu schreiben. Es war einfach nur das, was ich gearbeitet habe, dann nochmal wissenschaftlich runtergeschrieben. Und ich muss da persönlich sagen, es hat mir selber als Mensch sehr viel Spaß gemacht. So. Das Studieren an sich, das Lernen, die Disziplin, die man da an den Tag legen muss, auch bei BMW zu arbeiten, dann auch die ganzen Präsentationen. Ich musste teilweise Präsentationen halten vor alteingesessenen BMW-Mitarbeitern, so auch aus München und so, also richtige Manager, so, weißt du, und sich da durchzusetzen oder sich da ein Gehör zu verschaffen oder da es zu schaffen, dass die dir zuhören, das prägt einen so, weil so eine Leute hören dir normalerweise nicht zu, wenn du so aussiehst wie ich, weißt du, ich meine so, ja, Digga, und jetzt geht der Presslufthammer wieder los. Warst du intern oder extern bei BMW? Ich war bei BMW intern bei einer Niederlassung, also offiziell bei BMW in München angestellt. Hast du deinen Bachelor beendet oder fehlen dir noch Credits? Mir fehlen noch Credits. 6 Credits. Ist krass, ne? 6 Credits, Digga. Also ich habe alles. Ich habe sogar die Bachelorarbeit. Ich habe alles. Nur noch 6 Credits. Eine Klausur. Mach dir die paar Credits doch aus Tulum noch. Schwer, weil für das Fach muss ich ins Labor, Digga. Elektrotechnik 3 ist im Labor. Einmal die Woche. Aber ich habe sogar mit meiner Hochschule, also es ist noch nicht vorbei, ne? Es ist noch nicht vorbei, Digga. Bist du gesperrt in dem Fach oder ist es, bis du es nicht zu Ende gemacht hast? Nein, ich bin nie angetreten, deswegen bin ich nicht gesperrt. Das ist halt geil so, ne? Also ich bin offen noch. Es ist nicht so, dass ich Klausuren zu oft verkackt habe oder das Fach besucht habe, mich eingeschrieben habe, weil man muss sich ja eintragen für die Klausur, ne? Vorher. Und ich habe mich nie eingetragen für die Klausur, deswegen bin ich auch nicht gesperrt. Oha, voll der lange Text. Leon, wollte mal bei dir bedanken, dass du mich motivierst, weiterzumachen. Ich habe letztes Semester auch angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Deine Videos dazu hatten mega geholfen. Aber hast schon recht, das Studium ist mega krank, aber man lernt, an seine Grenzen zu gehen. Mach weiter so, bist mega die Motivation. Ja, Bro, also mich hat das Studium geprägt. Mich hat das Studium zu dem Mann gemacht, der ich heute bin, so. Ne? Und ich will diesen Intelligenzfaktor, den ich da quasi bekommen habe, oder dieses Wissen, was ich mir da angeeignet habe, und vor allen Dingen auch das Wissen, wie man sich selber Dinge beibringt, die hochkomplex sind, so. Das Wissen will ich nicht missen, so, weißt du, ich meine? Das macht mich zu dem, der ich bin, und das macht mich auch stolz, so. Selbst wenn ich den Abschluss nicht in der Hand habe, ich kann dir mit Hilfe von einem dreifach integrales Massenträgheitsmoment von einem Weinglas ausrechnen, ohne Formelsammlung und Taschenrechner, Digga. Weißt du, wie ich meine so? Und da bin ich stolz drauf, Bro. Das hat mir das Studium beigebracht, so. Da lernst du so krasse Dinge, so kranke Sachen, so, wenn ich über die rede, dann... Manche Leute gucken mich an, als ob ich außerirdisch bin, als ich meine Ex so ein bisschen von meinem Studium erzählt habe, so. Weil bei mir sind halt auch extrem viele Sachen hängen geblieben, weil ich halt auch ein wirkliches Interesse für das Fach hatte, so, ne? Für viele Fächer, die wir hatten, so. Welche Module mochtest du am meisten im Studium und welche mochtest du gar nicht? Mathematik, beste. Technische Mechanik, geil. Kraft und Arbeitsmaschinen, die ihr gerade im Hintergrund hört, geil. Was ich nicht gefeiert habe, Rechnungswesen.
Buchhaltung. Und Wirtschaftsrecht. Fühle ich nicht. Doch, Wirtschaftsrecht war geil, Digga. Stimmt nicht. Business and Technical English. Fuck you. Wenn ich auf mein Gefühl hören würde, würde ich Ausbildung gerade abbrechen. Ob das dann die schlauste Entscheidung ist, ist wieder eine andere Sache. Ich bin auch für Bauchgefühl, aber nicht immer ganz so einfach. Da würde ich dir jetzt wieder widersprechen, Bro. Da muss man erstmal sich auch selber fragen, dieses Gefühl, was du jetzt gerade hast, dass du deine Ausbildung abbrechen würdest, kommt das von dir oder kommt das von mir zum Beispiel, von Leon, der jetzt hier bei Twitch sitzt und dich jeden Tag volllabert, dass er in Mexiko ist und es ihm besser geht so. Weißt du, was ich meine? So, du musst dich halt auch wirklich fragen, bist das du, der das Gefühl hat? Und wenn das der Fall ist und dein Gefühl und du dir hundertprozentig sicher bist, Bruder, damals, ich habe abgebrochen, eine Klausur, bevor ich mein ganzes Studium beendet hätte, so, ne? Dieses Gefühl, was ich hatte, hat mich aufgefressen, Bruder. Das hat mich gefickt, das hat mich geschlagen, das hat mich getötet, das hat mich zum Weinen gebracht. Ich lag auf dem Boden und habe geweint, Bruder. So krass habe ich es geschafft, auf mein eigenes Gefühl zu hören. Und keiner hat mir das eingetrichtert. Alle Menschen, mit denen ich geredet habe über das Thema, im Nachhinein, weil ich habe auch mit niemandem über dieses Gefühl geredet, so, haben mir gesagt, es ist ein Fehler so. Aber ich konnte diesem Gefühl, ich konnte es nicht mehr unterdrücken. Es ging nicht mehr. Ich wäre gestorben am nächsten Tag, wenn ich nicht alles aufgegeben hätte. Ich wäre gestorben. Auf irgendeine Art und Weise wäre ich gestorben, Bruder. So. Und ich wusste, dass wenn ich das jetzt mache, dass es richtig ist, Bruder. Und da gibt es keine Zweifel mehr. Wenn es wirklich dein Gefühl ist, wenn es wirklich du bist, wenn es wirklich deine Bestimmung ist, dann machst du es und dann ist es auch richtig, Bruder. Und dann hast du auch keinen einzigen Zweifel, dass es scheitern könnte, so. Weißt du, wie ich meine, so? Geht nicht, Bruder. Weil das bist du, das hat Gott dir gegeben, das ist deine Bestimmung, Bro. Verstehst du? Und das war das bei mir, Bruder. Und deswegen konnte ich nicht weitermachen. Ich konnte mich selbst nicht mehr anlügen, ich konnte nicht mehr heucheln, Bruder. So. Ja. Real Talk. Leon, warum glaubst du, hassen dich Leute? An sich vermittelst du positive Vibes. Ah, ich weiß nicht, Digga, ob mich jemand hasst. Die Leute, die mich hassen, hassen sich selbst, Bro. Das ist auf jeden Fall Fakt, Bruder. Weil wenn du kannst nur andere hassen, wenn du dich selbst hasst, Bro. Meiner Meinung nach. Wenn du dich selbst liebst, kannst du nur lieben oder gar nichts machen halt. Du hast nämlich gar keine Energie, gar keine Zeit, andere Menschen zu hassen. Weil dadurch hast du wieder Hass in dir, Bruder. Ich bin der Heiße im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club.